Also wenn man eine diamagnetische Probe in ein äußeres Feld hineinbringt, dass eben das Feld in der Probe geschwächt wird und dass da ja das I also kleiner ist und was wird da so passieren, wenn man das tatsächlich sieht. Es gibt eine diamagnetische Probe zwischen dem Polschuh eines Elektromagneten. Das hängt zwanglos darunter, weil er noch kein Magnetfeld eingeschaltet ist. Und in dem Moment, wo ich den Strom durch die Spulen schicke, baue ich natürlich zwischen dem Polschuh ein homogenes Magnetfeld auf und die Probe wird aus dem Magnetfeld hinausgedrückt. So wie es sich für eine diamagnetische Probe gehört. Wenn man was das Geheimnis gelüftet ist, das ist ein Stück Wismut. Das ist eben so, wie man es auf der Tabelle vorher gesehen hat, eine diamagnetische Substanz. So viel zum ersten Typ. Genau, der Grund ist eben die Kraft, die man noch nicht gegeben hat, ist eben proportional zum Gradienten von P, wobei aber eben dieser Faktor, da steckt ja das I drinnen und das I ist eben bei den Diamagnetischen.